das lieber nicht nochmal, sonst ist der See bald leer. Jetzt komm endlich ins Wasser, Karl. Ja, gleich. Ich muss noch ein paar Koordinaten in mein GPS eingeben. Jetzt habe ich das Teil mit Hunderten von Daten gefüttert und es spuckt immer noch nichts aus. Wo kann dieser verflixte Schatz denn nur sein? Jetzt komm mal wieder auf die Erde zurück. Seit wann glaubst du denn an Märchen? Meine Quellen sind absolut glaubwürdig. Es gibt einen Schatz im Silbersee, Gabi. Die Bücher, die gestohlen wurden, sind teilweise ein Vermögen wert. Alte Familienerbstücke, Raritäten. Ich habe Ihnen eine Liste angefertigt. Hier. Haben Sie einen Verdacht, wer der Täter sein könnte? Oder ist Ihnen etwas aufgefallen? Nein, nichts. Hier steht, dass Kurfürst Roderich seine Schätze während des 30-jährigen Krieges im Silbersee versenkt hat, damit sie seinen Angreifern nicht in die Hände fallen. Und diese Quelle aus dem 18. Jahrhundert erzählt auch von der Geschichte. In den letzten Jahrhunderten haben immer wieder Schatzsucher im See danach gesucht. Bislang vergeblich. Tja. Und wieso solltest ausgerechnet du, Karl der Große, den Schatz finden? Weil ich mit moderner Technik vertraut bin, mein Freund. Hallo, Paps. Schönen guten Tag. Wie läuft es? Super! Mann, ist das heiß. Ihr habt es gut. Im Schatten sitzen und leckeres Eis essen. Das würde ich auch gern machen. Stattdessen muss ich mich mit einem Einbruch rumschlagen. Ein Einbruch? Ja. In der Villa von Graf Schnuck wurden wertvolle Bücher gestohlen. Was denn für Bücher? Karl interessiert sich seit Neuestem für alte Schinken. Ich habe vom Grafen eine Liste der gestohlenen Bücher bekommen. Das glaube ich nicht. Auch die Ziegenliederbibel von Kurfürst Roderich wurde gestohlen. Dann los, Leute. Auf zur Villa Schnuck. Wiedersehen, Papst. Jetzt glaubt ihr mir wohl, dass ich keinen Schwachsinn erzählt habe. Laut meiner Recherche hat der Graf in der Ziegenlederbibel eine Schatzkarte versteckt, und zwar vom Schatz im Silbersee. Doch man sagt, dass diese Bibel seit vielen Jahren verschollen ist. Ja? Hallo, Herr Graf. Wir müssen Sie unbedingt sprechen. Es geht um Ihre gestohlenen Bücher. Dann kommt doch erst mal rein, Kinder. Ich bin die Tochter von Kommissar Glockner und das hier sind meine Freunde. So. Die nächste Generation von Kommissaren übt also schon. Eines der gestohlenen Bücher war doch die Ziegenlederbibel von Kurfürst Roderich. Wissen Sie, was das bedeutet, Herr Graf? Ich habe jede Menge alter Bücher von meinem verstorbenen Vater geerbt. Da kenne ich nicht jeden Band. Aber in dieser Bibel ist eine Schatzkarte versteckt. Eine Schatzkarte? Ach, das sind doch nichts weiter als Ammenmärchen. Diese Ziegenlederbibel besteht aus zwei Bänden. Dem Alten und dem Neuen Testament. Aber aus Ihrer Bibliothek wurde nach Ihrer Liste nur das Alte Testament gestohlen. Dürften wir noch einmal in Ihrer Bibliothek nachsehen, Graf? So wie ich das sehe, werdet ihr erst Ruhe geben, wenn ihr den Tatort inspiziert habt. Hier entlang. Faszinierend. Die Bücher wurden nach ihren Erscheinungsjahren sortiert. Oben links beginnt es mit dem 12. Jahrhundert und dann nach rechts weiter aufsteigend. Dort oben, wo die freie Stelle ist, haben die gestohlenen Bücher gestanden. Bitte. Eine Frage. Arbeiten die Maler nur draußen oder auch im Haus? Im Moment wird nur die Außenfassade gestrichen, Junge. Ich habe das Neue Testament nicht gefunden. Vielleicht hatten sie nur einen Band der Bibel. Du sollst mir nicht immer so einen alten Müll anschleppen. Das Zeug ist nicht viel wert. Die sind aus der Villa vom Grafen. Vergiss ihn. Ist verarmter Adel. Das sieht zwar alt aus, ist aber nichts weiter als eine billige Kopie. Also gut, dann nehme ich die Bücher eben wieder mit und verhökere sie an jemand anderen. Nicht so hastig, ich habe ja nicht gesagt, dass ich den Plunder nicht verkaufen kann. Geht doch, wie viel rückst du raus? Ich weiß, du gehst jedes Mal ein Risiko ein. Auch wenn nicht immer was Brauchbares dabei ist, aber
Sagen wir, 500. 800. Und die Summe ist nicht verhandelbar. Ich merke doch, dass du scharf drauf bist. Also schön. Hier. Bis zum nächsten Mal. Ich fass es nicht. Hab ich dich endlich? Ha! Der Malermeister hat mir gesagt, dass seine Leute nicht im Haus waren. Einer muss aber drin gewesen sein. Und das war wahrscheinlich auch der Dieb. Oskar, pfui. Was buddelst du denn da schon wieder? Naja, ein Mann ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Sein Name ist Rainer Gräbig. Er ist erst seit einer Woche angestellt. Vielleicht sollten wir da zuerst nachforschen. Hast du seine Adresse schon? Nein, noch nicht. Gut, dass wir das Internet haben. Hallo, Laura. Na, geht es dir gut? Tag, Herr Gräbig. Ja, mir geht's gut. Ich sehe mich mal um. Nicht zu fassen. Das hat er bestimmt nicht alles gekauft, würde ich sagen. Aber ich sehe hier leider kein einziges Buch. Ich werde mal meinen Vater anrufen. Er ist nicht mehr da. Wahrscheinlich hat er das Haus verlassen, während ihr im Keller wart. Mist. Wir kriegen ihn. Du hattest übrigens recht. Der Kerl ist ein Kleinkrimineller. Die Bücher haben wir leider nicht gefunden. Ich glaube, wir sollten eine Fahndungsmeldung rausgeben. Und was machen wir jetzt, Tim? Ist doch klar. Wir legen uns auf die Lauer. Irgendwann muss er ja wieder auftauchen. Teil fehlt. Na, Laura, du bist ja immer noch draußen. Da hat jemand nach ihnen gesucht. Gesucht? Und wer war das? Das waren zwei Polizisten. Bist du dir da ganz sicher, Laura? Aber klar bin ich das. Die sind mit einem Polizeiauto hergekommen. Und die da hinten waren auch dabei. Entschuldige, ich brauch dein Fahrrad. Ist ein Notfall! Ey, was soll das, du Spinner? Du kriegst es gleich wieder. Das will ich hoffen. Das kann ich gut gebrauchen. Adios, Kumpel! Na, wie sieht's aus? Alles okay? Eduard Altstetten, Antiquariat. Was willst du denn hier? Ich bin hier, weil die Polizei hinter mir her ist. Es ist wahrscheinlich wegen der Bücher. Da musst du doch nicht zu mir kommen. Bist du denn wahnsinnig? Was glaubst du, was passiert, wenn sie dich hier finden? Verschwinde, bis Gras über die Sache gewachsen ist, dann sehen wir weiter. Meinetwegen. Aber das wird nicht billig. Du willst mehr Geld? Auf keinen Fall. Bitte? Wenn du nicht willst, packe ich eben aus. Es interessiert die Polizei bestimmt, wer mir die Ware abkauft. Wie viel? 5000. Ich mache dir einen Vorschlag, Gräbig. Du wirst einen weiteren Job für mich erledigen. Und dann lege ich noch mal 1000 drauf. Hey, Gabi!
Wo willst du hin? Lass mich nur machen. Nein, bleib hier. Gabi, was machst du denn? Ich habe hier nur das Alte Testament der Ziegenlederbibel. Es sieht so aus, als ob das Buch einige Male den Besitzer gewechselt hat. Hm? Auf der letzten Seite hat jemand eine Signatur hinterlassen. Mhm. Interessant. Graf Kuno von Burgstadt, 1862. Hier im Ort lebte bis vor kurzem ein Thomas von Burgstadt. Er war ein direkter Nachkomme des Grafen. Aber Thomas von Burgstadt ist mittlerweile verstorben. Und warum hat dann Graf Schnuck das Alte Testament in seiner Bibliothek? Vielleicht war es ein Geschenk der von Burgstadt an die Familie Schnuck. Oder die Bibel ist auf einem anderen Weg bei ihm gelandet, was weiß ich. Es muss auf jeden Fall einen zweiten Band der Bibel geben. Und den will ich haben. Warum bist du denn so wild auf den zweiten Band? Der erste Band allein ist wertlos. Deshalb sollten wir erstmal in der Villa nach dem zweiten Band der Bibel suchen. Die alte Hütte steht seit dem Tod von Thomas von Burgstadt leer. Sie fahren in die alte von Burgstadt Villa. Vielleicht war die Schatzkarte nicht im ersten Band, sondern sie ist im zweiten. Oder es war nur ein Teil der Schatzkarte im ersten Band. Wir könnten sogar noch vor ihnen da sein. Ich weiß eine Abkürzung. Los, kommt! Sind das viele? Wie sollen wir da das richtige Buch finden? Vielleicht ist es ja das gleiche System wie beim Grafen Schnuck. Oben die alten Bände und unten die neueren. Aber hier gibt es keine Leiter. Ich versuche am Regal hochzuklettern. Wer bist du, Spider-Man? Beeilt euch! Ach, du hast leicht reden. Es muss hier doch irgendwo sein. Ich beeilen, Tim. Sie kommen. Ha! Ich hab das Buch gefunden. Ja, gib mal her, Tim. Faszinierend. Das hier ist ein Teil der Schatzkarte. Und hier ist eine Markierung. Ah, wen haben wir denn da? Das ist der Junge, der mich verfolgt hat. Was wollt ihr vier hier? Dasselbe wie Sie, Altstetten. Den Schatz. Was für ein Schatz? Unsinn! Ich will nur das Buch, das du da in der Hand hast. Los, her damit! Na los, Gräbig, schnapp ihn dir. Wofür bezahle ich dich denn? Gib das Buch her. Mach schon! Ihr Finger weg, du Dieb! Ganze Rennerei? Habe ich mindestens 10 Kilo abgenommen. Wie soll ich die je wieder raufkriegen? Das wirst du schon schaffen. Die fahren jetzt zum See und holen sich den Schatz. Dann nichts wie hin. Also, wenn ich das richtig lese, müssen wir genau hier hin. Das ist auf der anderen Seite des Sees. Da müssen wir um den ganzen See herumfahren. Dann fahr schneller.
nicht. Wieso besprechen wir das nicht bei einem leckeren Abendessen? Hast du keinen besseren Vorschlag, Klößchen? Ich habe meinem GPS den zweiten Teil der Schatzkarte hinzugefügt. Vielleicht spuckt es gleich ein Ergebnis aus und wir wissen, wo der Schatz ist. Na, wer sagt's denn? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich weiß, wo der Schatz ist. Seht mal, er ist genau dort. Mist, das ist auf der anderen Seite des Sees. Oh nein, wollt ihr da etwa rüberschwimmen? Ohne mich, Freunde. Wir müssen nicht schwimmen, Klößchen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffe. Mann, Gräbig, ich denke, du bist ein Profi. Also zieh den Anzug an. Ich habe mal einen Tauchkurs gemacht, aber das ist schon Jahre her. Keine Ahnung, ob ich das noch drauf habe. Pass auf. Du musst nur eine Truhe mit Eisenbeschlägen finden. Und in der Truhe liegt dann dieser Schatz. Papperlapapp. Ich lass mich nicht über den Tisch ziehen. Ich will einen Anteil. Von uralten Krügen und Bechern? Wegen irgend so einem alten Kram hast du sicher nicht diesen Aufstand. Halbe, halbe, klar? Wenn's sein muss. Also, wenn du die Kiste gefunden hast, hol ich sie mit dem Auto nach oben. Zieh dich an. So schnell sieht man sich wieder. Wo ist dieser Gräbig? Seht mal da, Leute. Hä? Wieso blubbert das da so? Das ist nicht normal. Da stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Bleiben Sie stehen. Klößchen, ruf meinen Vater an. Und ihr habt mir nicht geglaubt, Freunde. Ist das nicht faszinierend?
Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Schokolade man damit kaufen kann? Oder Marzipan, oder Eis, oder Hähnchen, oder... Klingt irgendwie so, als hätte Klößchen Hunger. Ich werde nie wieder einen Schatz suchen. Wisst ihr noch, wann ich meinen letzten Schokoriegel gegessen habe? Vor einer Stunde, einem Tag oder vor einer Woche? Da, halt, stopp, warten Sie! Können Sie mich mit in die Stadt nehmen oder zur nächsten Imbissbude? Ha 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 ha